Die Herrscher der Prärie. Juhu! Was für ein toller Wurf! Diesmal wirst du nicht gewinnen, Yakari, denn ich werde alle Tippis auf einmal treffen. Fertig? Was ist das denn? Ein Erdbeben? Sie lösen dieses Beben der Erde aus. Die Jäger reiten los, um Nahrung für den Stamm zu jagen. Eines Tages werde ich mit ihnen auf die Jagd gehen. Die Jagd war sehr erfolgreich. Wakonda hat uns die größte Büffelherde geschickt, die je durch unsere Steppe gezogen ist. Dank ihm werden wir nun viele Monde lang zu essen haben. Auch die Bisons verdienen unseren Dank, denn ohne sie würden wir die harten Winter niemals überstehen können. Ohne die Bisons gäbe es keine Sioux. Daher sind sie die eigentlichen Herrscher der Prärie. Stiller Fels hat gesprochen. Und nun wird die Jagd gefeiert. Die größte Bisonherde, die je unsere Steppe durchstreift hat. Das ist was für mich. Ich wette, so schnell kannst du gar nicht rennen, wie die dich zertrampeln würden. Hey, die Wette gilt. Yakari, da lang. Danke, kleiner Donner, aber ich kann den Weg auch ganz alleine finden. Wird's gehen? Da lang. Sicher? Das Gras ist platt getrampelt, aber es ist noch ganz frisch. Sie waren vor kurzem hier. Seht mal, müder Krieger kehrt von der Jagd gestern heim. Ja, ja! Die Fährte der Bisons ist ganz frisch. Sie führt um den Felsen herum. Ich schau von da oben. Vielleicht entdecke ich sie von dort. Warte auf mich. Ah, ihr blöden Mücken. Oh! Sieh an, ein schmutziger kleiner Mensch. Was bist du denn für ein komisches Tier? Das ist ja getrockneter Schlamm. So schützen wir Bisons uns vor den vielen Mücken, die uns ständig stechen wollen. Ah, ich verstehe. Aber wieso versteckst du dich denn hier im Schlamm? Ich bin der Späher unserer Herde. Wenn die Feinde uns angreifen wollen, warne ich die anderen. Die Feinde? Etwa die Menschen? Also ich will dich sicher nicht jagen. Das weiß ich, aber jetzt geht es nicht um die Menschen, es geht um die Wölfe. Wo ist deine Herde? Da. Wow. Die ist ja riesig. Meinst du, ich kann sie mir mal von nahem ansehen? Wenn wir die Sioux nicht mehr fürchten müssen, musst du auch die Bisons nicht fürchten. Ah.
Nein, hör auf! Lass ihn! Dem bin ich gerade noch mal entkommen. Oh nein! Hoffentlich! Hierher, Yakari. Steig auf. Wirklich? Wenn ich das zu Hause erzähle. Warum war der gerade so böse auf mich? Seine Gefährtin ist seit eurer großen Jagd verschwunden. Sie erwartete ein Junges. Er glaubt, ihr habt sie getötet. Das kann nicht sein. Meine Brüder würden niemals ein trächtiges Weibchen erlegen. Dann hat sie sich zur Geburt vielleicht von der Herde zurückgezogen. Und sich dabei irgendwie verlaufen. Nicht auszudenken, denn das würde sie zu einer leichten Beute für die Wölfe machen. Nein, wir werden sie finden. Los, suchen wir ihre Fährte. Du solltest dich nicht sorgen. Wölfe greifen doch nur an, wenn sie so richtig hungrig sind. Yakari! Yakari, hey! Wo ist er? Er wollte doch nur Ausschau halten. Ein Wolf! Bleib dicht bei mir. Meine Hörner werden dich schützen. Zwecklos. Dein Junges ist noch viel zu schwach, um mir zu entkommen. Ja! Los, hau ab! Verschwinde! Ja, ja, ja! Los! Ein wehrloses Neugeborenes zu jagen, schämst du dich denn nicht? Danke. Die Wölfe müssen wirklich ausgehungert sein. Ja, so ist's gut. Stärke dich. Wir brauchen Kraft, um die Herde wieder zu finden. Hab vielen Dank. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Ich glaube, die Gefahr ist gebannt. Dann mal los. Steig nur auf meinen Rücken. Du wiegst ja kaum mehr als eine Feder. Das sieht kleiner Donner aber anders. Wölfe! Der Angreifer hat sich schon Verstärkung geholt. Diesmal werden sie bestimmt zuschlagen. Sie kommen, gleich sind sie hier. Wenn sie kommen, dann werden sie Bekanntschaft mit meinen Hörnern machen. Aber es sind zu viele. Wir brauchen einen guten Plan. Großer Adler! Vergiss nicht, Yakari, nur die Menschen besitzen das Licht, das die Wölfe verjagen kann. Licht? Feuer! Danke, großer Adler! Reißt sie ein! Keine Angst, sie werden nicht angreifen. Die Angst vor dem Feuer ist zu groß. Na, was ist? Jetzt zieht ihr den Schwanz ein, hä? Haut bloß ab! Ja, weg, weg, weg mit euch! Mehr Holz! Wenn das Feuer ausgeht, werden sie sich auf uns stürzen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Will meine Hufe zu spüren bekommen. Vorsicht, hinter dir! Ja. Ah.
hast du gesehen, wie man sich als Bison verteidigt. Sei immer auf der Hut. Das war richtig knapp. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich habe deine Rauchzeichen gesehen. Als Speer bist du eine Niete. Aber deine Rauchzeichen sind wirklich gut. Na, immerhin. Du hast uns alle gerettet, Yakari. Dein Name wird für immer in unseren Herzen bleiben. Ja, und wegen vorhin entschuldige, dass ich dich angegriffen habe. Ich verstehe das. Aber ihr habt ja auch schon viel für uns getan. Ohne euch könnte mein Volk nicht überleben. Ihr seid die wahren Herrscher der Prärie. Der verirrte Pelikan. Ich habe eine Idee, Yakari. Wie wär's mit einem kleinen Waldspaziergang, anstatt Beeren zu sammeln? Warum nicht? Wie ruhig es hier ist. Man hört glatt die Fliegen sirren. Oh! Hey! Ganz ruhig, kleiner Donner. Oh, Verzeihung, Yakari. Wir haben euch gar nicht kommen hören. Ist ja zum Glück nichts passiert. Hallo, ihr Biber. Euer neuer Bau ist wirklich großartig. Mein Vater ist der größte Baumeister. Nach so viel Arbeit könnte man was essen. Hey! Aber was ist... Ein komischer Vogel. Was macht der wohl hier? Ist der hässlich? Seht euch mal den Schnabel an. Also, wo hast du, Spaßvogel, denn fliegen gelernt? Ich wollte Fische fangen, aber ich bin beim Landen ausgerutscht. Ich bin so erschöpft. 3 Tage Arbeit, völlig umsonst. Dir werde ich die Flügel stutzen. Pass bloß auf, du! Der kommt mir nicht so leicht davon. Warte, siehst du nicht, dass er krank ist? Wir müssen sofort etwas tun, sonst kann er nie wieder fliegen. Entschuldigung, ich bin ein Pelikan. Ich wollte eigentlich in Richtung Mittagssonne fliegen, aber ein ganz schrecklicher Sturm hat mich einfach... in den Norden geweht und hier hast du dich erkältet. Nicht mal richtig laufen kann dieser trottelige Spaßvogel. Ich sagte dir doch schon, kleiner Dachs, das ist ein Pelikan. Ein Pelikan. Sieh an. So ein fremdartiges Flugtier fehlt mir noch in meiner Sammlung. So, gleich hab ich's. Dieser Trank hier senkt dein Fieber. Ja. Schlaft gut. Schlaf auch gut. Wie soll man denn bei so einem Krach einschlafen? Endlich. Gatschi! Au! Es reicht! Au! Schuh!
Habt ihr auch so gut geschlafen? Von wegen, ich habe kein Auge zugetan. Na, du scheinst dich ja schon besser zu fühlen. Ja, ganz recht. Ich musste schon lange überhaupt nicht mehr nie. Oh, tut mir leid. Musste das jetzt sein? Du bist so ein Tollpatsch. Nicht, kleiner Donner. Er kann nichts dafür, dass er krank ist. Es wird ja langsam, aber er muss unbedingt etwas essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Mist! Heute ist nicht mein Tag. Wenn er noch zu schwach ist, um selbst zu fischen, soll er sich doch an Gras halten. Das schmeckt. Ja. Ich hab einen für dich, Spaßvogel. Pelikan heißt der, kleiner Dachs. Ja, dann eben für Pelikan. Fang! Bitte, jetzt ist er satt. Und das hat er mir zu verdanken. Kleiner Dachs, der Schrecken aller Fische. Ich fürchte, das reicht leider noch nicht ganz. Noch nicht? Verrückt. Los, Regenbogen. Ich hab einen. Das müsste reichen. Du bist ja der reinste Gierschlund. Na gut. Ich fasse es nicht. Er hat 4 riesengroße Fische verdrückt und ist noch nicht satt. So dumm, dass der Schrecken aller Fische so lange überhaupt nichts gefangen hat. Für diesen Vielfraß kann keiner genug Fische fangen. Ich wüsste jemanden, der uns helfen kann. Nur, wie soll er so dahin kommen? Kleiner Donner. Du meinst doch nicht. Doch. Hast du auch noch Steine gefuttert? Du bist ja so schwer, dass ich dich kaum tragen kann. Ja. Ich weiß, ich fall euch nur zur Last. So geht das nicht. Überlasst mich meinem Schicksal. Ich komme allein zurecht. Ganz allein. Gute Idee. Kleiner Donner, wie kannst du nur? Nein, wir lassen ihn natürlich nicht im Stich. Auch wenn er fauler ist als ein Bär im Winterschlaf und tollpatschiger als ein junges Fohlen. Hört ihr das? Was war das? Nichts. Komisch. Dieses Mal wird die Hand von gespannter Bogen nicht zittern. Ich glaube, Pelikan hat sich erschreckt. Hab keine Angst. Das ist nämlich der Freund, den wir suchen. Das würde ich auch schaffen, wenn ich solche Krallen hätte. Glaubst du wirklich, er kann schon wieder weiterfliegen? Mhm. Na, was ist? Weißt du etwa nicht mehr, wie man fliegt, Spaßvogel? Zum Glück hat er hier völlig freie Bahn, sonst wäre er schon längst gegen einen Baum geflogen. Hui! So ein Pechvogel. Mach dich bereit, zu deinen Ahnen zurückzukehren. Hey, seht mal, da ist gespannter Bogen. Pass auf! Schnell weg, Spaßvogel! Hinter dir! Oh,
Ja! Was hat er vor? Ach, schon wieder vorbei. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Was fällt dir ein, du verflixtes Biest? Nein! Nicht mein Skype! Gut so, Pelikan! Helft mir! So helft mir doch! Nie wieder komme ich diesem Federvieh zu nahe! Nicht zu glauben. Auf dem Boden stolpert er über seine eigenen Füße. Doch da oben fliegt er durch die Lüfte wie eine Wolke. Manchmal muss man eben abwarten und ein bisschen genauer hingucken. Ja. Ich glaube, jetzt kommst du gut ohne uns zurecht. Mhm. Und gespannter Bogen macht bestimmt nie wieder Jagd auf einen kranken Vogel. Bravo, Spaß, Pelikan. Du bist schnell wie ein Falke und schwebst erhaben wie ein Adler. Ich muss dir da was sagen. Mhm. Ich war sehr gemein zu dir. Bitte verzeih mir, Pelikan. Ja, aber das hat dich nicht davon abgehalten, mir das Leben zu retten. Ohne dich hätte ich euren Freund niemals erreicht. Da fällt mir ein, ich habe mich noch gar nicht bei ihm bedankt. Wartet hier! Was hat er denn vor? Hier, für dich, Bär, das war ich dir schuldig. Die hast du alle gefangen? In einem Zug? Mhm. Und ich dachte immer, wir Bären wären die besten Fischer der Welt. Ich fliege! Ich Ob das auch wirklich eine gute Idee war? Keine Sorge, Lindenbaum passiert schon nichts. Bestimmt nicht. Und Spaß hat er. Ich fliege! Ich kann fliegen! Müder Krieger und der Rabe. Oh. Nach links. Nein, nach rechts. Oh. Ja, da ist es ganz heiß. Achtung, pass auf, Yakari. Oh. Hey, müder Krieger, was macht denn der Rabe auf deinem Kopf? Das ist doch die Höhe. Kannst du denn nicht besser aufpassen mit deiner blöden Augenbinde? Tut mir sehr leid. So ein Siux-Spatzenhirn. Müder Krieger war ja schon immer etwas seltsam. Aber langsam macht er mir Angst. Ja, er ist irgendwie nicht wie sonst. Lass uns lieber zurückgehen, da stimmt was nicht. Genau so ist es gewesen. Müder Krieger war vorhin irgendwie noch abwesender als sonst. Und der Rabe auf seinem Kopf schien ihn zu lenken. Ist müder Krieger in Gefahr? Bei Raben ist stets äußerste Vorsicht geboten. Manche können sogar vom Geist des Menschen Besitz ergreifen. Der arme Kerl. Ich bin sicher, der Rabe hat von ihm Besitz ergriffen. Wir müssen ihm helfen. Ja, müder Krieger muss so schnell wie möglich gefunden werden. Hey, ist das nicht Krickkrack da drüben? Allerdings, er ist es. Was hat er da wohl wieder ausgeheckt? Wer weiß, das könnte vielleicht lustig werden. Na, ihr zwei Tölpel? Hallo, Krickkrack. Was machst du denn auf dem Kopf von diesem Siux? Was mache ich hier wohl? Ich mache das, was ich will. Was denn sonst? Und dieser Siux macht auch, was ich will. Ihr werdet schon sehen. Ach ja, du nimmst den Schnabel wie immer viel zu voll, Krickkrack. Das glaubt vielleicht ihr. Als ob ausgerechnet du einen Siux beherrschen könntest. Angeber, Wichtigtour, Angeber, Krack. Dann sperrt mal schön die Glubsche auf. Ich werde euch nämlich beweisen, wie viel Macht ich über ihn habe. Ist da jemand? Gut. Und jetzt vorwärts gehen. Halt!
Gut, und jetzt schön langsam wieder zurück. Los! Auf mein Kommando in den Handstand! Alle hopp, hoch auf den Baumstamm! Na, ihr zwei Komiker, was sagt ihr nun? Ganz toll! Verleihst du ihn? Niemals! Er gehört mir. Ich habe den Sioux für mich ganz allein dressiert. Du bist gemein. Behalt dein Spielzeug nur. Wir suchen uns ein anderes. Los, komm. Wir lachen uns auch einen Zweibeiner an. Oh, oh. Wo führen denn diese Spuren hin? Es war ja noch nie besonders leicht, müder Krieger zu folgen. Oh. Das sind Rabenfedern. Und das Gras ist ganz zertrampelt, so wie nach einem Kampf. Müder Krieger, hallo! Müder Krieger, hallo! Müder Krieger! Das ist meiner. Ich hab ihn zuerst gesehen. Na gut, dann nehme ich ihm die kleine Squaw. Obwohl, glaubst du, das funktioniert mit Ponys auch gut? Jetzt hab dich doch nicht so, kleiner Sioux. Ich will mich doch nur auf deinen Kopf hocken. Nein, das will ich aber nicht. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Raben, seid ihr verrückt geworden? Aber nicht doch. Wir wollten uns nur ein bisschen amüsieren, so ein klitzekleines Späßchen treiben. Das Ganze war nicht böse gemeint. Sein Sioux auszuprobieren hat Krickrack uns ja nicht erlaubt. Da blieb uns doch nichts anderes übrig. Sind Lebewesen denn etwa Gegenstände? Sind sie Spielzeuge? Darf ein Lebewesen ein anderes nach Belieben zu seinem Vergnügen benutzen? Da missbraucht jemand seine Macht über einen schwachen Geist. Und ihr müsst es ihm unbedingt nachmachen. Großer Adler, weißt du, wo müder Krieger ist? Sie werden dich zu deinem Freund führen, Yakari. Nun habt ihr Gelegenheit, euren Fehler wieder gut zu machen, ihr Raben. Na dann mal los. Dieser verrückte Krickrack ist zu allem fähig. Folge uns, Yakari. Wir eilen, wir fliegen. Ich, Krickrack, werde mir den Traum meines Lebens erfüllen. Ich werde der schlauste und der größte Rabe sein, der je auf Erden gelebt hat. Ich werde den allerersten fliegenden Menschen erschaffen. Schneller, kleiner Donner! Wow, wow. Hör sofort auf, Krickrack! Das ist doch Wahnsinn! Los, verflattert euch! Ich werde jetzt beweisen, dass ich allmächtig bin! Er wird fliegen! Nein, Krickrack, er wird sicher abstürzen! Sie haben recht, Krickrack. Du schickst ihn ins Verderben. Ach, na gut, meinetwegen. Nun reg dich mal nicht gleich so auf. Yakari, du musst jetzt handeln, aber schnell. Müder Krieger! Müder Krieger, antworte doch. Ich bin's, Yakari. Krickrack, was hast du da nur angestellt? Mal
Also, es war so. Neulich amüsierte ich mich völlig nichtsahnend in der Prärie. Ich flog und drehte meine üblichen Runden. Da merkte ich ganz plötzlich, wie diese Bohnenstange mich anglotzte. Zunächst ließ ich mir nichts anmerken. Schöner Rabe, flieg. Aber dann fing dieser Kerl an, sich über mich lustig zu machen. Schöner Rabe, flieh! Da beschloss ich, es ihm heimzuzahlen. Oh, hallo, Rabe, na? Hey, hast du vielleicht Lust, fliegen zu lernen? So wie ein Vogel? Nicht bewegen. Ich glaube, wir beide werden mächtig Spaß haben. Ich zeichne jetzt einen magischen Kreis um dich herum. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Fertig. Jetzt hör mir mal gut zu. Nein. Ja, von jetzt an gehört dein Geist mir und du wirst tun, was ich dir sage. Wir werden deine Ausbildung jetzt mit einem kleinen Fußmarsch beginnen. Na los! Nach rechts! Nach links! Geradeaus! Pass doch auf! Er wollte unbedingt fliegen lernen. Er streckte dauernd die Arme aus, so als ob es seine Flügel wären. Ich wollte ihm doch nur behilflich sein. Hör schon auf, Krickrack. Verschaukeln können wir uns auch allein. Du hast doch nur dein Spiel mit ihm getrieben. Jetzt bleibt dir nur eine Sache zu tun. Lass müder Krieger frei. Auf mein Kommando! Erwache jetzt! Das war's schon. Na bitte, jetzt bist du wieder frei. Oh, müder Krieger. Ja, Kari. Jetzt bist du wieder ganz du selbst. Ihr müsst schon zugeben, dass ich wirklich enorme Kräfte hab. Meine Füße. Von wegen, das war doch ganz leicht. Du hast dir den schwächsten Geist ausgesucht. Bei Yakari hätte das nie funktioniert. Ja. Meine Füße tun so weh. Warum? Müde Füße. Das Rabengericht hat Krickrack dazu verurteilt, bis zum Neumond dort sitzen zu bleiben. Ist mir doch egal, das wird nicht lange dauern. Neumond ist ja bald. Fliegen zu können muss toll sein. Yakari und der Riesenvielfraß. Los, du fängst an, Regenbogen. Ganz gut. Haha, nicht schlecht, aber ich komme bestimmt weiter. Ja. Ja, wirklich, ganz toll. Das ist nicht witzig, kleiner Donner. Platz da. Ich zeige euch mal, wie man einen richtigen Schneeschlangenwurf macht. Das gilt nicht. Ich darf noch mal. Ich bin ausgerutscht. Mal sehen, ob du das auch mit Schnee im Maul lustig findest. Ja,
Na, Donner weiß ich zu helfen. Ihr habt ja gar keine Chance gegen ihn. Ich wollte Wartet nur sagen... Wartet mal, da! Hä? Das ist mein Vater. Er hat einen Wapiti erlegt. Oh, ist der groß! Im Namen des Stammes seid ihr Dank, kühner Blick. Die anderen Jäger kehrten mit leeren Händen zurück. Deine Beute wird unsere ausgekühlten Leiber wieder mit Wärme füllen. Der Winter ist rau dieses Jahr, die Geister aber sind mit uns. Ja, die Geister und mein Vater natürlich. Denn er ist der beste Jäger überhaupt. Nein, das war keine Heldentat. Der Wapiti lief direkt auf mich zu, voller Angst, so als sei er auf der Flucht vor einer großen Gefahr. Wer könnte denn einem Wapiti Angst machen? Naja, so ein ganz besonders schreckliches Raubtier bestimmt. Unglaublich, es hat schon wieder geschneit. Na, kleiner Donner, gut geschlafen? Wie mit einer flauschigen Schneedecke auf meinem Rücken. Beim großen Geist, das Fleisch ist verschwunden, gestohlen. Ein überaus listiges Tier und geschickt. Es muss gut klettern können und lautlos war es auch. Ohne Spuren zu hinterlassen, der Schnee hat alles zugedeckt. Wir müssen um unser Lager Fallen aufstellen, rundherum. Sicher war es ein ausgehungertes und gefährliches Raubtier, das uns wieder heimsucht. Vielleicht landet es ja in unserer Falle. Ja. Dann wird es schon kapieren, dass man die Sioux nicht beklaut. Mir wird jetzt schon kalt. Können wir uns mit dem Fallenbau beeilen? Da! Der liegt da ungünstig. Ich bitte kleiner Donner, uns zu helfen. Mhm. Ja. Seht mal die Spuren. Sie führen zu dem Baum dort. Bestimmt ist es da hoch und ist dann von Baum zu Baum gesprungen. Die Spuren könnten von einem Grizzly sein. Macht ihr ohne mich weiter. Ich muss erst noch was nachprüfen. Na bitte, da ist seine Höhle. Grizzly! Hallo, Grizzly! Grizzly, schläfst du? Ach, was denn? Aber natürlich schlafe ich. Welcher Dummkopf stellt mir zu dieser Jahreszeit eine so absolut hirnverbrannte Frage? Das war ich. Yakari. Yakari, mein Freund. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Ich mache doch Winterschlaf. Ich wollte dich ja nicht stören, aber ich muss dich unbedingt sprechen. Es ist wichtig. Na gut, komm rein. Das ist in der Tat ärgerlich. Ich kenne nicht ein Tier in dieser Gegend, das zu so einem Raubzug fähig wäre. Außer mir natürlich. Doch wie du siehst, habe ich geschlafen. Ja, dann frag doch meine Flöhe, die können das bezeugen. Schon gut, ich glaube dir ja. Zieh, kleiner Donner! Na los, kräftig, kleiner Donner! Geschafft! Naja, nicht ganz. Schließlich muss er nach da oben. Oh nein! Könntest du uns noch mal helfen? Ja, gut. Weiter! Kleiner Donner, streng dich an! Ja, du schaffst es! Los, gleich hast du's! Was hat er denn? Das geschieht dir recht, wenn du ihn so schikanierst. Ach ja? Na, das werden wir ja sehen. Ja. Hörst du das? Kleiner Donner! Er ist weg! Oh, die Fährte führt in
die Berge. Wenigstens hat das Biest kleiner Donner nicht gefangen. Seine Hufspuren sind gut zu erkennen. Ich verstehe nicht, warum er in die Berge gelaufen ist und nicht zurück ins Tal. Vielleicht wollte er das Raubtier zuerst von uns weglocken. Oder aber das Biest hat ihm keine andere Wahl gelassen. Kleiner Donner! Es wird bald dunkel und wir sind weit weg. Wir sollten morgen zurückkommen. Unmöglich. Morgen finden wir nicht eine Spur mehr. Der Schnee wird alles zugedeckt haben. Kleiner Dachs hat recht, Yakari. Sonst finden wir selbst nicht mehr zurück. Es ist vernünftiger, heimzukehren. Sei ohne Sorge, Yakari. Kleiner Donner weiß sich zu wehren. Es wird ihm nichts geschehen. Ich spreche mit dem Ältestenrat. Die Suche beginnt mit den ersten Strahlen der Sonne. Was haltet ihr von einer Runde Schneeschlange? Was? Jetzt noch? Es ist Nacht. Eine sehr gute Idee. Unsere Fallen sind immer noch leer. Ah, ich verstehe. Du willst den Ältestenrat belauschen. Es ist weder ein Luchs noch ein Wolf. Die würden es nicht wagen, einen Wapiti oder gar kleiner Donner anzugreifen. Es muss viel größer sein, ein Grizzly vielleicht. Aber wie das? Der Grizzly hält doch wie eh und je Winterschlaf. Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt. Und wenn es etwas anderes ist? Etwas anderes? Es gibt sehr viele Legenden. Es heißt, es gäbe den Werwolf oder gar den Riesenbären in den Wäldern. Doch niemand weiß, was davon wahr ist. Oh, kleiner Donner. Kleiner Donner. Kleiner Donner. Kleiner Donner! Kleiner Donner! Oh nein, es ist zu spät. Wir haben seine Fährte endgültig verloren. Die Falle! Unsere Falle hat funktioniert! Der Grizzly! Ich hab's doch gewusst! Wir laufen schnell zurück und holen Verstärkung. Mach das, ich kümmere mich um ihn. Yakari, binde mich doch los! Ich dachte, du schläfst. Was machst du dann hier? Ach, du hast mich doch aufgeweckt. Und wenn man mich weckt, habe ich ein Loch im Bauch. Und das musste unbedingt gestopft werden. Aber gerade als ich mich wieder hinlegen wollte, bin ich in diese doofe Falle getappt. Ich glaube dir. Ich hatte dich sowieso nicht für den Räuber gehalten. Ach, ich wüsste selbst gern, wer da die ungeheure Frechheit hat, während ich kurz eine kleine Runde drehe, meine Höhle zu durchsuchen. Sind da Spuren zu sehen? Ja, allerdings. Und nach Pferd hat es gerochen, ganz eindeutig sogar. Oh, mit dem Seil hat kleiner Donner den Baumstamm gezogen. Es ist gerissen, weil der Stamm zu schwer war. Mach dir keine Sorgen, Yakari. Eins ist ganz sicher, dein kleines Pferd ist entkommen. Ja, wirklich? Ja, ich schnuppere zwei Fährten und sie führen beide in die Berge hoch. Na los, komm. Ich werde dir helfen, dieses Biest zu fangen. Dieser Geruch ist wirklich seltsam. So einem Viech bin ich noch nie begegnet, da bin ich mal sicher. Ah, wir kommen näher. Geh du da entlang. Ich komme dann von der Seite. So überraschen wir dieses Biest. Kleiner Donner! Ein Riesenvielfraß! Lass meinen Freund in Ruhe!
hat solche Angst. Er hat die ganze Nacht tapfer durchgehalten. Völlig allein gegen das Monster. Ja, er ist wirklich das mutigste Pony der Welt. Aber gibt es noch mehr solche Vielfraße? Wer kennt schon alle Kreaturen, die da sind unter Sonne und Mond? Viele von ihnen entspringen der ewig grenzenlosen Fantasie der Menschen. Aber welcher Art die Monster auch sein mögen, es gibt immer einen Helden, der sie besiegt.